Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video im Advendicted Aquadicted Adventskalender. Und heute gibt es wieder eine Pflanzenvorstellung. Genau. Und was ist hier verkehrt im Bild? Ja, wo ist meine Socke? Meine Socke ist heute nicht da. Oh Gott, ich weiß nicht, wo die Socke ist. Das erste Video ohne Socke. Ja, was passt denn jetzt am besten zu Weihnachten? Ja, ein Stern. Ja. Wo gehört der Stern eigentlich hin? Also wenn man so einen Tannenbaum zu Hause hat, ja, dann oben drauf, oder? Ja. Ach. Da ist schon ein Stern. Da ist schon ein Stern. Okay. Okay. Das ist eine, muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, unglaublich kreative Überleitung und eine geile Idee von dir. Denn diese Pflanze heißt, wie heißt die Pflanze zu Deutsch? Kleiner Wasserstern. Kleiner Wasserstern, kleiner das Wasserstern. Ist richtig. Oh Gott. Die kommt aus... ja, bestimmt auch Indien. Nein. Die Pogostemon erectus kommt aus Indien. Ja. Die Pogostemon stellata, die kommt, glaube ich, aus... jetzt hast du mich. Die kommt bestimmt aus Thailand. Die kommt aus Thailand. Ja, die kommt aus Thailand. Die Pogostemon stellata, das ist auch eine bekannte Pogostemon aus früher, hieß die Australis, die ganze Gattung hieß so. Und die Gattung ist anscheinend sehr weit verbreitet, die kommt aus Thailand. Und zwar heißt die Dao Noi, also auf Thai. Im Original, also da wo sie herkommt, hat die Pflanze die Bezeichnung Dao Noi und die heißt übersetzt kleiner Wasserstern und deswegen hat sie ja gerade einen Ehrenblatt bekommen bei uns zur Weihnachtszeit. So, und der kleine Wasserstern ist eine sehr, sehr beliebte Vordergrundpflanze, seit 2008 durch die Firma Tropica bei uns erhältlich, also generell in die Aquaristik eingeführt worden. Eine sehr, sehr coole Pflanze, weil die halt sehr variabel ist. Also jetzt sieht sie ziemlich gackelig aus und eigentlich gar nicht so dekorativ. Mhm. Wenn man die sehr hell beleuchtet, dann werden die Blattabstände sehr, sehr kurz und die Pflanze kann schon fast rotbraun werden. Es ist in Asien, also speziell in Singapur, momentan eine Variante im Handel, die nennt sich Pogostemon Helferi Red. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie eine wirklich standhafte Mutation ist oder ob das nur immer mal vorkommt, aber die hat wirklich so rotbraune, fast schon pinkfarbene Blätter, also sieht sehr seltsam aus, irgendwie nicht dekorativ. Bei wenig Licht ist die sehr grün, aber sie wächst nicht gut bei wenig Licht, dann wird sie wirklich garglich. Mhm. Gibt es als In vitro, gibt es als Topfpflanze, ich verkaufe sie am liebsten als Topfpflanze, weil die macht im Topf echt viel her. Und ich würde empfehlen, wenn ihr die im Aquarium halten wollt, setzt sie einzeln, also unbedingt jeden Stängel für sich, knipst die unteren Blätter ab und steckt den Stängel einzeln und es reicht, wenn oben drei oder vier oder selbst nur zwei Blattpaare stehen bleiben, denn die wächst unter Wasser komplett anders weiter. Die wird wirklich schöner. Was gibt es da für einen Link? Haben wir da oben schon mal erklärt im Dutch Style Video. Stimmt, da haben wir sie auch verwendet. Auch im Dutch Style 1.0. Mhm. Jetzt habe ich sie zwar wieder verwendet, habe sie aber rausgemacht, weil ich den Platz für was anderes gebraucht habe. Die Pflanze kommt übrigens sehr, sehr gut klar in hartem Wasser, weil da, wo die herkommt in Thailand, unter anderem auch die Cryptocurrin crispatula oder Balancee, die kommt so aus einem Biotop. Die Pflanze kommt mit einer ziemlich hohen Carbonathärte super klar, also 10, 12 und mehr macht die super mit. Was wichtig ist, ist wirklich eine helle Beleuchtung, ordentlich CO2 und eine gute Nährstoffversorgung. Die Pflanze bildet auch ein sehr ausgeprägtes Wurzelwerk aus und wenn man die beschneidet, ist es auch so, die neigt immer dazu, unten aus der Basis Seitentriebe zu bringen. Also man kann theoretisch immer den Haupttrieb abschneiden und dann kommen immer überall so kleine Seitentriebe. Wenn die so sternförmig wächst, dann sieht die immer ein bisschen aus wie Salat. Stimmt, oder wie so ein kleiner Oktopus. Wie so ein Krake. Wie Lolo Rosso oder wie genau. So ein gewelltes Salat. Das stimmt, also die hat so einen ganz eigenen Effekt. Also im Laden, wenn du die in der Verkaufsanlage stehen hast, das ist so eine Pflanze, die wie die Nymphoides, die Taiwan zum Beispiel, ist das eine Pflanze, die jeder sofort im Fokus hat. Die meisten Kunden kaufen die einfach intuitiv, weil sie die Pflanze schön finden. Die sieht wirklich sehr dekorativ aus und die hat ein komplett anderes Erscheinungsbild als die meisten anderen Pflanzen. Also ich sag mal von der Blattform am ähnlichsten ist noch Crinum calamistratum. Mhm. Die Hackenlilie, die sieht auch noch schön aus oder zumindest vom Blatt her ähnlich, aber eigentlich viel größer. Ansonsten eine ziemlich skurrile Pflanze. Licht, wie gesagt, sehr hell. Bodengrund spielt keine Rolle, Hauptsache nährstoffhaltig. Also Soil ist super, Kies und Bodengrunddünger geht auch. Eine vernünftige Nährstoffversorgung über Makro und Mikro, also über die Wassersäule. CO2 ist wichtig, Wasserhärte, wie gesagt, nicht ganz so wichtig. Strömung kommt sie ganz gut mit klar und ja, wenn sie in kleinen Gruppen steht, die sieht sehr natürlich aus. Auch für Biotopbecken sehr schön, wenn man zum Beispiel vor einem großen Stein oder einer Wurzel so eine kleine Gruppe setzt. Das wirkt wirklich wie in einem Fluss, wo ein großer Felsen sitzt und links und rechts hat sich dann irgendwie Grünzeug etablieren können. So kann man das im Aquarium auch ganz gut darstellen. Eine sehr, sehr schöne und empfehlenswerte Pflanze und eigentlich auch ziemlich dankbar. Gilt wohl als etwas zickig, also kommt nicht bei jedem klar. Aber ich stehe damit ja auf Kriegsfuß.
Weil die bei dir zu Hause nicht so wächst? Ich glaube, du hast halt auch sehr weiches Wasser. Ich würde gerade sagen, sehr weich. Crispatula wächst bei mir auch nicht. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte sie im Dutch Style. Die steht halt, ne? Also ich habe die, aber die Crispatula hast du ziemlich dunkel gestellt. Ich habe festgestellt, dass die Pflanzer, also wir haben ja zwei Läden, also sowieso wir beide, arbeiten in verschiedenen Läden, aber da, wo ich arbeite, wir haben auch eine Zweitfiliale und da kommt das Wasser weich aus der Leitung, aber nicht so weich wie mein Osmosewasser. Also das Wasser dort hat vielleicht, ich glaube, 3 Grad KH und 5 oder 6 GH. Da steht die Pflanze besser als bei mir im extrem weichen Dutch Style. Ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig. Erzähl doch nicht, das liegt an der Wasserhärte, dass die bei mir nicht wächst. Du hast ziemlich dasselbe Wasser, oder? Ja, okay. Gut, ich krieg's halt nicht. Für dein Gewissen, es liegt an der Wasserhärte und du trägst keine Schuld. Nee, absolut. Ich weiß nicht, was es liegt, ob das, keine Ahnung. Ja, es gibt einfach 60er Beckenhöhe, dann nochmal 20 cm bis zur Lampe. Kann vielleicht auch am Licht liegen. Ich muss aber dazu sagen, das ist jetzt eine gute Überleitung. Hm. Wenn ihr zu Hause Pflanzen in eurem Aquarium habt und ihr habt das probiert und sie wachsen nicht. Ich höre das so oft von Kunden im Laden, ja, ich habe kein Glück mit der Pflanze. Also Glück hat man prinzipiell in der Aquaristik generell nicht so wirklich. Also Glück hast du im Lotto, aber in der Aquaristik hat das eher mit Erfolg oder Misserfolg zu tun. Aber ihr müsst euch nicht schuldig fühlen oder irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, wenn irgendeine Pflanze nicht wächst. Wenn jetzt im Großen und Ganzen alles funktioniert, super, nice, aber es wird immer irgendwas geben, was besser klarkommt und es wird immer was geben, was schlechter klarkommt. Und ihr müsst euch mal Folgendes vorstellen. Im Aquarium, das ist ja ein winzig kleines Biotop. Das ist extrem, ist mein Dutch Style. Ihr habt ein Aquarium. Auf dieser winzig kleinen Fläche sind so viele Pflanzenarten aus aller Herren Länder, die unter denselben Bedingungen im Aquarium gleich glücklich werden sollen. Die sollen gleich gut, kräftig, gesund und schön wachsen. Und am besten gleich schnell. Das funktioniert nicht. Und ich kann euch ein Lied singen von Misserfolgen, die ich hatte. Und ich habe auch heute immer noch Misserfolge. Es funktioniert nie immer alles hundertprozentig so. Wenn irgendwas mal nicht gedeiht, probiert mal eine Alternative. Manchmal ist es wirklich so, du steckst da unglaublich Energie rein, dann hast du mit einer Pflanze einen Misserfolg. Du bist frustriert, du bist verärgert, du denkst dir, bringt nichts, irgendwie ist das nicht mein Hobby oder keine Ahnung, mit Pflanzen habe ich kein Glück. Das stimmt ja so nicht. Es gibt immer eine Alternative und es gibt immer eine Möglichkeit, sich durchzuprobieren. Wenn die eine nicht funktioniert, probier es mit einer anderen oder ändere was an deinen Bedingungen. Und selbst wenn alles tiptop läuft und du hast mit einer Pflanze keinen Erfolg, wie du jetzt mit der zu Hause, ja, machst du deswegen dein Aquarium weg oder steckst du den Kopf in den Sand? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich habe ja auch Säule. Gut, dann ja, genau. Sind wir jetzt? Wir sind jetzt durch. Wir sind heute mit unserer Session durch. Und für euch kommt dann wahrscheinlich noch das ein oder andere Pflanzenvideo, und zwar übermorgen. Wir haben jeden Tag ein Video hier gedreht, ja. Abwechselnd da drüben gedreht, bei mir im Laden. Stimmt, ich hatte es fast vergessen. Wir sind quasi 24 Mal hin und her gefahren. Jetzt lasst ihr die Leute doch mal glauben, dass wir viel Arbeit mit dem Kanal haben. Wir haben sehr viel Arbeit. Haben wir wirklich, aber ist egal. wir fahren jeden Tag 50 Kilometer, genau. Nur damit wir das Video abwechselnd machen können. Genau. Also so. Bis morgen zur nächsten Fischvorstellung im Advendicted Adventskalender. Vielen Dank wieder für eure unglaublich große Geduld und euer Interesse an dem, was wir hier haben. Letzte Sache noch, Bezugsquelle. Ja, bei dir, bei mir. Und ansonsten viel Spaß im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ciao.